Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben hier unser Lager immer noch nicht gefunden, Schiffslager. Aber wir gehen in Moaras Schiff jetzt mal rein und sehen zu, dass wir ihn hier mal ein bisschen unter die Arme greifen. Ah, sie ist doch mit dabei. So, schauen wir es mal. Tür? Hier ist niemand. So, Notizblöcke. Chunk Schoko, nice. Nehmen wir mit. Essen nehmen wir immer mit. So, wo sind die? So, sind da mir Truthahn? Sind da Schaum? Kefir nehmen wir auch wieder mit. Hier nehmen wir alles, was essbar ist, mit. Auf jeden Fall Milch, Kaffeepackung. Wo muss ich hin? Ich muss doch hier hin, oder? Ich sehe jetzt nicht, wo ich hin muss. Oder was ich machen muss. Dahin? Jo, da ist jemand. Wir werden angegriffen. Oh. Jetzt. Wo ist hin? Nein. Hier Ausdauer schnell. Verdammt, da ging daneben. Meine Gesundheit. Okay, die sind tot. Ein Aber wenig trotzdem. Kälte hat noch keinem geschadet, oder? Nö, bisher noch nicht. So. Demoralisierend Grendel. Legendär. Boah, nice. Wir haben unser erstes legendäres Item. Das haben wir hier. Notizblock. Katakiste. Hat aber nichts. Okay, oder? Ne. Okay, nice. Gehe zum Kampf über. Achso. Verdammt, das ging daneben. Ja, komm. Bleib liegen. Töte mit einer ballistischen Waffe. Nice. Nehmen wir auch wieder alles mit. Okay, also gehört das Schiff jetzt uns? Bringt mit Moara. Ja, gleich. Jetzt erst einmal hier alles looten. Gehört sein Schiff dann uns? Ich hoffe wirklich, dass es jetzt uns gehört. Da ist Moara. Hi Moara. Na? Alles fit bei dir? Bin ich froh, euch zu sehen, wer ihr auch seid. Wir sind alle unverletzt, oder? Das werte ich als Erfolg. Wir gehören zur Constellation, dem Entdeckertrupp. Wir müssen reden. Ein feindliches Schiff entern und Leben retten? Großartig. Noch mehr Gewalt. Es hat einfach keiner mehr Respekt vorm All. Wer war das? Und warum haben die dein Schiff gekapert? Ekliptik-Söldner. Die arbeiten praktisch für jeden. Und Vanguards schließen eher keine Freundschaft mit Piraten, Dieben und Plünderern. Anscheinend sind sie jetzt genervt genug, dass sie ihr Geld zusammengelegt haben, um Profis anzuheuern. Ja, okay. Wir gehören übrigens zur Constellation, dem Entdeckertrupp. Was? Euch gibt's noch? Ja? Mann, ich kenne nur die Geschichten. Wir kennen auch Geschichten von einem Objekt, das du gefunden hast. Ihr wisst also, was das ist? Ja. Ich wollte es in Cydonia verscherbeln. Und der Typ dachte, ich verkaufe gefälschtes Titan. Es verträgt sich nicht mit Scannern. Wertlos, wenn man seltene Mineralien verticken will. Ich sollte es also lieber nicht als Kühlerfigur verwenden. bei uns ist das besser aufgehoben.
Ich stöhne im Namen der gesamten Wissenschaft auf und dann gibst du mir das Satzfax. Du warst lange auf Patrouille, die Leute machen sich schon Sorgen. Ach das? Ja, in letzter Zeit war die Hölle los. Spacer, Varun-Fanatiker und die Ecliptics hinter der mir her. In der Sternenwerft von Nova Galactic sind wir ein paar Ecliptic-Mitgliedern begegnet. Wollten die zu dir? Mist, so haben sie mich wohl gefunden. Ich wusste, es war fast aussichtslos, die Spacer zum Neptun locken zu wollen. Anfängerfehler. Ich bin seit Jahren auf Schattenjagd im Sol-System. Aber immer wenn ich auf dem Mars bin... Wartet Cydonia auf dich. Runtergekommen. Vergessen. Es haben einfach irgendwie alle aufgegeben. Ich verbringe immer mehr Zeit im Sternenmeer. Manchmal überlege ich, ob ich überhaupt zurückgehen soll. Vielleicht wird es Zeit, Sol zu verlassen. Ich kann Leute brauchen. Ja, wirklich? Auf jeden Fall. Ziemlich verlockend, ehrlich gesagt. Ich müsste in Cydonia noch ein paar Sachen klären. Kommst du dann dahin? Entschuldige, aber wir suchen etwas. Das seltsame Objekt, das du gefunden hast? Oh, klar. Hey, könnt ihr haben. Ihr habt mich gerettet. Hoffentlich findet ihr raus, was das für ein Ding ist. Ja, wo ist denn das? Da. Da haben wir das nächste Ding. Artefakt Beta. Und jetzt zurück zur Loge. Ja. Und du, Moira Otero, du gehst dann wahrscheinlich auch wieder zurück nach Cydonia. Cydera, wollte ich schon sagen. Boom, boom, rhubarb. Ja, komm. Ab in die Argonische Maid. Wie schätzt du dieses Abenteuer ein? Großartig? Fantastisch? Ein Ereignis für die Ewigkeit. Ich würde sagen, ja, ja und ja. Der wird mir auch richtig auf den Piss gehen. Der geht mir ja schon ein bisschen auf den Piss, aber ich feiere das trotzdem mit dem. Okay. Dann docken wir mal ab. Abdocken, genau. Nice. Okay. So, der ist jetzt... Wo ist er? Ich würde jetzt gerne sehen, wo der noch ist. Da. Den lasse ich am Leben. Also, das definitiv. So. Wir müssen in die Richtung. So, und... Grafsprung bereit. Grafantrieb hochfahren. Okay, machen wir so. Wo reisen wir jetzt hin? Verdammt, ich wollte noch eigentlich auf dem Mond spazieren. Wir sind am richtigen Ort. Wir gehen in den Raum der United Colonies ein. Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Ja. Freigabe für New Atlantis erteilt. Okay. Gut, da. Nee, da. Ich würde gern landen. Okay, muss ich vielleicht so machen. Ziviler Außenposten. Nee, ich möchte... Erkundet. Okay. Die Loge. Komm. Schiff mit einer Länge von mehr als 80 Metern können nicht auf Planeten landen. Oh... Okay. Wir können also bis 80 Meter oder mehr. Ich freue mich schon auf mein Schiff. Ich freue mich schon auf mein Schiff, was ich dann bauen werde. Das wird riesig. Das Mutterschiff. Vielleicht können wir auch andere Schiffe daran andocken, wenn wir mehr besitzen. Gucken wir doch bei Outland vorbei. Vielleicht hat Joe was für unser Arsenal. Ja, gleich. Also, ich würde gerne meine Ausrüstung wieder ausziehen wollen. Hier den Anzug. Dann laufen wir wieder so rum. Das Outfit finde ich immer noch am geilsten. So, und gehen wir rein. Dann haben wir jetzt insgesamt 4 von diesen Teilen.
Jetzt bin ich gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Ich stehe zu Diensten, Captain. Nur zu, du darfst. Meine Güte, das ist die Constellation. Wer sind das? Und die Loge. Das nenne ich Geschichte. Schau dir das mal an. Ich dachte, es wäre okay, deine Eltern reinzulassen. Aber allzu lang sollten sie nicht bleiben. Du solltest wissen, dass du deiner Mutter gefehlt hast. Sehr. Mama, Papa, was macht ihr denn hier? Ich dachte eigentlich immer, die Loge wäre nur irgendein Nett halt. Ich musste es sehen. Es entspricht alles meiner Vorstellung. Wusstest du, dass ich als Mädchen auch zur Constellation wollte? Stille war sonst tatsächlich tief, Mama. Ich kann dich mir wirklich nicht als Kind vorstellen. Für mich ist damit auch ein Traum wahr geworden. Du wolltest zur Constellation? Es gibt Videos von mir in Constellation Halloween-Verkleidung. Mit 12. Sowas von peinlich. Aber okay. Der Weltraum hat mich fasziniert. Es gibt noch so vieles, was wir nicht wissen. So geht es mir immer noch. Ja, okay. Stille Wasser sind tatsächlich tief, Mama. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber dein Vater will auch noch was sagen. Ich habe mit dem Maschinenbaudekan Poker gespielt. Und er hatte diesen eingerahmten Revolver. Als er hörte, dass du bei der Constellation bist. Tja, wir haben das gute Stück gesäubert und restauriert. Er funktioniert wieder. Haben wir auf dem Schießstand ausgiebig getestet. Dein Vater hat sich aufgeführt wie ein Schulkind. Wie schon gesagt. Darf ich präsentieren? Sir Malcolm Livingstons persönliche Seitenwaffe. Mit allen unveränderten Modifikationen. Livingston war vor 50 Jahren Vorsitzender der Constellation. Der Revolver gehört dir. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich werde die Waffe wie mein Auge abhüten. Ich werde sie verkaufen wahrscheinlich. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Die Waffe hat sicher ein Vermögen gekostet. Ich denke an dich, wenn ich das nächste Mal jemanden erschieße. Das ist ein furchtbarer Witz. Das ist ein Scherz, oder? Natürlich. Dann halten wir die Händlinge auf. Ja, aber, Papa, das war ein Scherz. Ich erschieße keinen Menschen. Noel meinte, wir könnten uns vorher etwas umsehen. Miss Noel, wäre es in Ordnung, wenn ich nächstes Mal Kekse mitbringe? Eigentlich, Mister... Kekse? Welche denn? Ich mache tolle Snickerdoodles. Ja, ich glaube, da wäre ich dabei. Oh, nice. Okay, komm. Es passt. Kurzer Energieanstieg, aber alles wieder stabil. Zeigt sich irgendwas Neues? Nein, genau wie vorher. Ein riesiger Ausschlag. Wenn das Artefakt hinzugefügt wird, dann harmonisiert es sich. Als würde es auf die anderen warten. Das ist Spekulation, aber ich glaube, du hast recht. Es gibt noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Willkommen bei der Constellation. Als vollwertiges Mitglied. Ah, jetzt, okay. Helm Constellation Anzug Constellation hinzugefügt, okay. Ich hatte Champagner erwartet, was genau heißt vollwertiges Mitglied. Ganz ehrlich, das macht's einfach noch ein bisschen offizieller. Nenn es, wie du willst. Richtige Person, richtiger Ort, richtige Zeit. Wichtig ist nur, als die Artefakte sich vereint haben, warst du Mitglied. Okay, ich hatte Champagner erwartet. Tja, wenn du mal eine Reliktflasche von der Erde findest, teilen wir sie gern mit dir. Ach ja, was sagst du dazu, wenn wir weiter zusammenfliegen? Ich bleibe sicher nicht hinter meinem Schreibtisch sitzen. Diese Artefakte sind ein neues Kapitel für die Constellation und ich werde dabei sein. Und ich will auch dich dabei haben. Du lieferst Ergebnisse. Ich brauche jemanden wie dich als Rückendeckung. Immer gerne, Sarah. Fliegen wir los. Ich arbeite lieber alleine. Vielleicht später. Muss ein paar persönliche Dinge regeln. Warum fragst du mich und nicht jemanden, der schon länger dabei ist? Früher oder später arbeitet sowieso die ganze Loge mit. Die Constellation ist bei der Sache voll dabei. Manchmal arbeiten wir zusammen, manchmal allein. Das ist kein fixes Ding. Wir haben gerade einen Erfolg gefeiert. Wir haben einen Lauf. Also, warum nicht weitermachen? Ja, okay, immer gerne. Okay. Wir haben noch ein paar Hinweise, die wir besprechen sollten. Sie hat das geliebt. Zunächst gibt es da eine Expedition, die Sam Coe zusammengestellt hat. Sie geht in den Freestar Collective Raum, den kennt er in- und auswendig. Dann gibt's da noch das Auge, unsere Station im Orbit.
Wird Zeit, dass du Wladimir kennenlernst. Er stöbert fleißig nach weiteren Anomalien. Und zu guter Letzt, Noelle, haben wir schon was von Barrett gehört? Ein Kurier von Argos Extractors war da, um uns zu sagen, dass sie die Zelte auf Vectera abbrechen. Aber sonst nichts. Nein, kein Wort. Das ist nicht gut. Wir sollten persönlich nach Barrett sehen. Okay, warte kurz hier. Wer ist Sam Coe und was ist das für eine Expedition? Oh, stimmt. Er war ja nicht hier, als du aufgetaucht bist. Aber jetzt müsste er zurück sein. Er soll sich dir selber vorstellen. Wenn ich ihm die Show stehle, muss ich mir das ewig anhören. Okay, was kannst du mir über Barrett sagen? Er ist mit seinen Gedanken immer irgendwo. Aber er hat echt ein Talent dafür, zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein. Schade, dass er nicht gesehen hat, wie sich die Artefakte zusammenfügen. Aber wenn er es mal sieht, lässt ihn die Begeisterung sicher vergessen, dass er alles verpasst hat. Und was ist das Auge? Wer ist Wladimir? Wir betreiben eine Sternenstation im Orbit über uns, von der aus wir das Weltall scannen. Wladimir leitet die Station. Ein genialer Astronom. Jahrelange praktische Erfahrung. Gibt's hier noch mehr? Also, womit soll ich anfangen? Es wird Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Darf ich dich was Persönliches fragen? Ja, komm, wir machen das. Es ist alles wichtig. Aber schnapp dir zuerst Barrett. Er ist nicht nur ein alter Freund. Er war schon überall in den besiedelten Systemen. Okay, woher wusstet ihr, dass es auf Vectera ein Artefakt gibt? Dafür kannst du dich bei Barrett bedanken, falls du jemals die Gelegenheit dazu bekommst. Ehrlich gesagt hat am Anfang nur er die Sache ernst genommen. Wir haben nur auf sein Drängen hin Deep Space Scans gemacht. Es war ein ziemlicher Schock, dass Barrett etwas so ernst nimmt, muss ich sagen. Okay, und darf ich dir was Persönliches fragen? Natürlich. Hast du wieder was Neues? Ne, die hat nichts Bis Neues. Bis nachher. Level 7? Okay, wir haben wieder einen neuen Skillpunkt bekommen. Tötet 20 Gegner mit einer Pistole. So, ich würde hier tatsächlich fliegen, zerstöre 5 Schiffe. Dank Spezialtraining und Innovation in puncto persönlicher Mobilitätssysteme ist nun eine freie Erkundung fremder Welten möglich. Sicherheit. Der standardisierte digitale Schließmechanismus ist zwar für seine hohe Sicherheit bekannt, doch mit der richtigen Ausbildung kann jeder Code geknackt werden. Das ist aber für Schlösser knacken, ne? Zielsteuerungssystem. Raketenwaffen sind so beliebt, weil sie ein gegnerisches Schiff automatisch als Ziel erfassen können. Eine genaue Kenntnis der Zielerfassungssysteme kann ihre Effektivität aber noch steigern. Schaltet die Zielfunktion des Schiffs frei. Oh, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Zerstöre 5 gegnerische Schiffe, während du dich im Zielmodus befindest. Okay, nice. So, aber das sieht auch interessant aus. Und hier müssen wir noch mit jemandem reden. Ich freue mich total, ihn kennenzulernen. Die Constellation hatte schon ewig niemand Neuen mehr. Wie er wohl ist. Sam Coe? Übertreib's nur bitte nicht. Was gibt das denn für ein Bild ab, wenn ein Kind die Leute verhört? Ich beschränke mich auf die wichtigsten. Sie jetzt mein Begleiter, oder wie? Mir schwant Übles. Du bist wohl der neueste arme Tropf, der in unsere kaputte kleine Familie gezerrt wird. Ja, und euer zukünftiger Anführer. Und du musst Sam Coe sein, der Freestar Collective-Experte. Wow, ich kenne ein paar dunkle Seiten der Aquila-Monde, aber wenn du eine detaillierte Geschichtsstunde willst, naja, da schlafe ich noch vor dir ein. Vertrau mir, sporn ihn nicht noch an. Cora Coe übrigens, hi hi. Hi, freut mich, Cora. Schön, dass jemand so jung ist, sich für das All interessiert. Nichts für ungut, aber ich finde es nicht gut, ein Kind in Gefahr zu bringen. Ja, da stimme ich zu. Zu spät. Viel zu spät. Ich glaube, du solltest der kleinen Dame mehr zutrauen. Was ist, wenn du viel zu sehr unterschätzt, zu was sie fähig ist? Das ist trotzdem ein Kind. Pass auf, Cora geht dahin, wo ich hingehe. Aber ich schleppe sie nicht mit in jede dunkle Höhle. Sie wartet auf dem Schiff. Also, kommen wir zum Geschäft. Hat Sarah dir von der Expedition erzählt? Nur, dass sie in den Freestar Collective Raum geht. Nicht viel, mir ist alles recht, dass sie mich dahin bringt. Tut mir leid wegen vorhin, war nur überrascht, dass ein Kind dabei ist. Ja, erwartest du echt, dass ich das in Ordnung finde? Du nimmst dein Kind mit? Warum?
Kein Problem. Haben einfach falsch angefangen. Kommt vor. Wir drei fliegen nach Aquila, auf den ersten Planeten, den das Freestar Collective besiedelt hat. Und auf dem auch die Hauptstadt liegt, Aquila City. Wir landen auf dem Weltraumhafen, aber unser Ziel ist das Grenzland. Raues Gebiet, gibt viele Geschichten. Und ich kenne da eine Geschichte, die nur einen Schluss zulässt. Artefakt. Ich muss mich noch zurechtfinden. Fliegen wir später los? Muss ich über Aquila irgendwas wissen? Ja, leg dich nicht mit den Freestar Rangern an. Für das Collective sind sie Richter, Geschworene und Henker. Sie sind zwar die Guten, aber das macht sie nicht weniger gefährlich. Abgesehen davon, sei einfach kein Arschloch. Ich muss mich aber noch zurechtfinden. Fliegen wir später los? Kann nicht schaden. Wir haben sowieso gerade Besorgungen erledigt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Hast du was für mich? Laufen beide jetzt mit mir mit, oder wie? Mein Vater war hier. Er hat dir eine Nachricht hinterlassen. Du trägst zu viel Zeug mit dir rum. Okay. Ja, aber ich würde sagen, mein Vater ist ja immer noch hier. Okay, ich würde aber sagen, wir... Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, ist soweit zufrieden. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal ein paar Sachen verkaufen. Wir haben einiges mitgenommen. Und ich will auch einiges jetzt wirklich verkaufen, Geld verdienen. Und dann schauen, dass wir vielleicht unser Schiff mal ein bisschen ausbauen können. Wer ist denn das da? Bürgerin, okay. Wo geht's denn zu unserem Raumschiff? Also wir müssen langsam unterwegs sein. Ein bisschen entspannt. Aber okay, dann ist es halt so, dann müssen wir so rumlaufen. So, jetzt können wir ein bisschen schneller wieder. Deswegen muss ich jetzt dringend was... Ja, alles gut. Vielleicht haben die hier auch wieder neue Klamotten. So. Gucken wir mal, was hat er Neues? Ich dir helfen kann. Ich verspreche dir nirgendwo. Zeig es mal gibt her. Nicht viel, was ich nicht. So, Kleidung. Nee. Nein. Nope. Oh, die Frame-Zahl war gerade richtig runtergegangen. So, Kleidung. Hier läuft immer noch alles. Das, was ich jetzt haben will, hat er nicht mehr. Ist nicht mehr vorrätig. Ah, warte, ich hätte ihm ruhig auch was verkaufen können. So, Anzug Konzern, den behalten wir ja. Siedler verkaufen wir. Den Arbeiter blau-grün verkaufen wir. Arbeiter Grau verkaufen wir. Security verkaufen wir. Wartung verkaufen wir. Graviplus Helm verkaufen wir. Auch nochmal. UC Security. Nova Galactic. Space Trucker. Lederkleidung synthetisch. Muskelshirt Weltraumschurke. Lassen wir weg. Outfit Schlechtwetter. Sieht auch cool aus, aber weg. Techniker Braun. Komisch. Den behalten wir. Das kann weg. Overall Leder. Blau-grün. Komm, den verkaufen wir auch. So. Schön, dass du da warst. Jo, kein Thema. So. Gucken wir mal, wo wir noch was verkaufen können. Bestimmt irgendwo. Wir haben nämlich sehr, sehr viel. Das sieht nicht wie ein Verkaufsladen aus. Orion Tower, nee. Die Ausdauer. Warte mal, sind das Verkaufsautomaten?
Ne, Informationen nur. Okay, in dem Tempo können wir laufen. Ohne Probleme. Wo können wir verkaufen? Hier kann man aber auch sich gut verlaufen. Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Medizin. Tja. CJ's open 49 hours. Das sieht aber auch aus, als wäre das ein Kleiderladen. Vielleicht kriegen wir für unsere Crew noch komplett solche Outfits, die wir jetzt hier haben. Wie schön. Oder doch kein Kleiderladen. So, okay, gehen wir mal in CJ's rein. Das sieht aus wie ein Verkaufsladen. Wenn es 49 Stunden offen hat am Tag. Hier, CJ's. So, bist du CJ? Hallo, ich möchte... CJ ist immer für dich da. Egal, hört das Julian? Brauchst du was? Hast aber nicht viel Zeit? Dafür bin ich da. Okay, wie läuft das Geschäft? Stabil. So wie ich es am liebsten habe. Ich habe einen guten Standort, reichlich Laufkundschaft und jede Menge Leute, die in Eile sind und nur schnell das Wichtigste brauchen. Wenn es so weitergeht, mache ich bald noch Franchises in den ganzen besiedelten Systemen auf. Ja, okay. Und gefällt es dich hier in New Atlantis? Klaro. Sowas gibt's in den besiedelten Systemen nicht nochmal. Ich war als Kind das erste Mal hier und wusste sofort, dass das mal meine Stadt wird. Ich wäre nirgendwo lieber. Und nachdem der Laden hier jetzt läuft, sieht es langsam richtig gut aus. Mhm. Ich würde gerne sehen, was du im Angebot hast. Ich habe alles Wichtige für den Alltag. So, okay. Alles. Da ich nur Lebensmittel. Die will ich nicht verkaufen. Okay, also... Danke für den Besuch. Ich freue mich über jeden Kunden. Er hat sich jetzt nicht gelohnt. Da muss ich woanders schauen. Ich muss jetzt irgendwo die Sachen verkaufen können. Wo kann man sonst noch verkaufen? Das MAST hat eine große Menge an gestohlenen Galbank-Daten sichergestellt. Oh. Was gestohlen wurde, warum und wie, ist noch nicht bekannt. Die Galbank bestätigte nur, dass es ein Datenleck gab und versicherte ihren Kunden, dass ihre Konten und Credits zu keiner Zeit in Gefahr gewesen seien. Okay. Also das war das, was wir vor ein paar Folgen geschafft hatten. Centurion Arsenal. Ist das ein Waffenladen? Ist ein Waffenladen. Ich kann hier die Waffen verkaufen, die ich alle eingesammelt habe. Du bist hier, weil du etwas brauchst, was dich anspricht. Worauf du zählen kannst. Liege ich da richtig? Ja, herzlich, wo guckst du hin? Willkommen bei Centurion Arsenal. Ich helfe sehr gerne dabei, dir ein schönes Einkaufserlebnis zu bieten. Der Umtausch ist ausgeschlossen, aber du bist mit deinem Einkauf sicher ohnehin zufrieden. Darauf gebe ich dir mein Wort. Du nimmst diese Sache ziemlich ernst, ne? Wundert dich das? Wir reden schließlich von Situationen, in denen es um Leben und Tod gehen kann. Mhm. Okay, was kannst du denn empfehlen? Nun ja, das ist eine schwierige Frage, nicht wahr? Kommt darauf an, wer fragt. Ich habe meine Favoriten, aber ich maße mir nicht an, auch deine zu kennen. Angenommen, du befindest dich in der misslichen Lage, eine Waffe einsetzen zu müssen. Was liegt dir am meisten? Intim und persönlich aus der Nähe? Schnelle Feuerrate? Ist Präzision ein Faktor? Intim und persönlich trifft es perfekt. Ich bleibe lieber auf Abstand. Ist mir eigentlich egal, solange ich am Ende noch lebe. Oh, das war nur eine Frage. Es ist am leichtesten, wenn einfach alles... Ich bleibe lieber auf Abstand, tatsächlich. Ah, ja. Nun, dann würde ich persönlich zu Combatech raten. Okay, lass sehen, was du im Angebot nur hast. Nur das beste Waffensortiment in den besiedelten Systemen.
Ja, okay. So, Waffen, Coachman, Equinox, Kampfmesser, Marksman. So, Rettungsaxt, Sidestar, des Killers Coachman. Kalibriert Grendel, kalibriert Rattler, modifiziert Equinox. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen. Modifiziert Maelstrom. Die sieht cooler aus jetzt. Maelstrom finde ich auch am geilsten. Sieht aber das Logo, was da auf dem Griff ist, könnte auch eigentlich tatsächlich die Maelstrom aus Cyberpunk sein. Die heißen ja genauso und haben doch dasselbe Logo, oder nicht? Von Ewigkeiten her, wo... Okay. Ich müsste meine Maelstrom mal ein bisschen modifizieren. So. Verkaufen, meine Waffen. Coachman habe nur eine. Cutter. Equinox weg. Grendel. Nice. Kampf... So, Kraken weg. Die Maelstrom kann weg. Da habe ich 7 Stück schon. Okay. So, die können weg. Sir Livingstons Pistole. Komm, weg damit. So, das weg, das weg, das weg. Demoralisierend, Grendel. Den behalten wir. Weg damit. Die weg. Modifiziert, Maelstrom. Hier schleichen Equinox. Umzingelt Equinox. So. Werfbare Items. Egal, die behalten wir. So. Ich habe immer noch zu viel auf Tasche. Oh Gott. Alter. Ich muss noch mehr Händler finden. Was habe ich alles auf Tasche, was ich hier... Ich habe so viel im Inventar, glaube ich. So, gucken wir mal. Neue Items. Hier, Waffen haben wir 6. Wieso habe ich die nicht verkauft? Anzug Constellation. Okay, komm, wir ziehen die hier mal an. Tauschen die auch mal um. So, Helm. Ziehen wir die mal an. Dann können wir die hier verkaufen. So. Munition. Sonstige. Alles insgesamt. Okay, Ressourcen. Ressourcen haben wir einiges. Okay. Sonstiges. Okay. Und Notizen. Da hatten wir doch noch, das hier. Hallo Max Deus. Es wäre schön, wenn du kurz zu Hause vorbeikommen könntest. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Nichts Wichtiges. Aber ich würde mich freuen, dich zu sehen, Dad. Okay. Dass mein Vater mich mit einem vollen Namen anspricht, finde ich schon komisch. Also. Ja. So, jetzt brauchen wir Mercury Tower. Achso, das ist auch wieder ein Wohnhaus. Ich brauche etwas, wo ich den ganzen Schrott jetzt verkaufen kann. Wie viel Geld habe ich jetzt? Auch wieder im Tag gucken, ne? 58.000, okay. Haben wir schon ein bisschen gut Geld verdient. Ist auch ein Kleidungsladen, ne? Ne, das hier nicht. Ich würde gern ein bisschen mehr verkaufen wollen. Ich habe hier Anzüge, die ich... Ah, hier. Gab's doch bestimmt irgendwo noch. Messdistrikt, Raumhafen, Geschäftsdistrikt. Tschüss, Sarah.
Ich höre. Alles gut. Also, ich wollte die Sachen auch mal wieder auch ausziehen. So. Galbank, es ist ein Field Office. Ich würde hier Terra Brew Coffee. Ich würde gerne irgendwo was verkaufen wollen, ja? Irgendwo muss ich doch was verkaufen können. Während die Angriffe der Crimson Fleet weiter zunehmen, macht die Systev mehr Druck, um den UC-Raum zu verteidigen. Offenbar sind diese blutrünstigen Piraten in letzter Zeit mutiger geworden. Häufig dringen sie in den Raum des Freestar Collective ein und starten immer mehr Angriffe auf Schiffe in den Colonies. Die Systev wollte sich bislang nicht dazu äußern, jedoch wurde von einer anonymen Quelle bestätigt, dass sie ihre Anstrengungen zur Abschreckung der Crimson Fleet erhöht. Okay. Also die machen schon ordentlich Probleme, die Crimson Fleet. Jetzt würde ich aber wirklich gern wissen, wo man hier noch was verkaufen kann. Kann man bei dir was verkaufen? Unsere Dienste sollen Schmerzen minimieren und Zufriedenheit maximieren. Hallöchen. Willkommen bei Enhance. Vielen Dank für deinen Besuch. Bestimmt können ich und mein Team jeden deiner Wünsche erfüllen. Möchtest du etwas völlig Neues ausprobieren, dich von einem tollen Look inspirieren lassen oder einfach noch ein bisschen länger dein Spiegelbild bewundern? All das und mehr ist hier möglich. Und keine Sorge, all unsere Dienste und Aufzeichnungen sind streng vertraulich. Ich möchte dann diese... Gut, dass du die Schweigepflicht ernst nimmst. Würden Infos nach außen dringen, wäre das ein Problem. Aus welchen Gründen kommen Leute hierher? Ist das auch... Komm jederzeit wieder. Ich will mich jetzt nicht umoperieren lassen oder so. Aber interessant, dass man hier sein Aussehen nochmal verändern kann. Outland. Ich würde gerne wissen, wo ich jetzt was verkaufen kann. Bobby hat von dir erzählt. Was für ein Abenteuer für ihn. So, keine Ausdauer wieder. Hier kommen wir nicht weiter. Da muss ich erstmal so rumlaufen. Irgendwo muss ich doch jetzt alles verkaufen können, oder? Nee, danke. Ich möchte da jetzt noch nicht arbeiten. Hier waren wir doch noch gar nicht, oder? In dem Bereich. Doch, hier waren wir schon mal. Ich würde aber wirklich gern... Armistice Archives. Das sind die Archive. Das weißt du nicht von mir, aber die Ekliptik-Söldner arbeiten manchmal in Fraktionen. Freestar Collective und UC. Deswegen macht auch jeder einen großen Bogen um sie. Diese mordlustigen Arschlöcher sollte man zu Sternenstaub verarbeiten. Okay. Ja gut, ich brauche trotzdem jetzt einen Händler. Ich muss ein bisschen Stuff hier loswerden. So. Das wird hier noch... Das ist sehr verwirrend hier auch, wo man hinläuft. Kann man sich richtig gut verlaufen, sage ich jetzt mal so. Ah, wir sind wieder hier. Okay, aber ich würde dann vielleicht lieber... Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Heimatplaneten verstoßen oder sonst was. Ja, alles gut. Ich muss jetzt nicht alles wissen. Noch nicht zumindest.
Was ich aber möchte, ist einen Händler finden, ja? Oder was ist das? Information zu New Atlantis? Einen, wo ich den ganzen anderen Krams hier, den ganzen Scheiß, was ich jetzt auf Tasche habe, loswerde. Immer schön auf die Ausdauer achten. Wir sind wieder hier. Das sind doch hübsche Outfits. Sollte man öfter tragen. Oder sowas. Okay, wir suchen nochmal die Bahn, die irgendwo hier war. Da vorne, glaube ich. Hinterm Spielplatz. Da. Schöner Tag für ein Picknick. Ah, ich find's toll hier. Schade wegen Sam. Das Unterdeck ist kein Ort für deine Liebe. Schon mal Spacern so begegnet? Totaler ja. Abschau. Dieser Aasgeier holt sich alles, was... So, dann gehen wir mal zum Raumhafen. Da können wir vielleicht schon mal gleich anfangen, ein bisschen unser Raumschiff auszubauen oder so. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Geld. Und machen uns mal mit dem System davon vertraut. Boah, ich weiß jetzt aber auch nicht, bei welcher Folge sind wir jetzt hier. Dass wir jetzt erst anfangen mal hier auszubauen. Interessant, wie nah die dran stehen. Wo ist mal unser... Da ist unser Schiff. Du bist oft da draußen, oder? Im Weltalltag wird neue Schicht. Ja, okay. Wo schauen wir eigentlich hin? So, wo ist denn eigentlich der Typ, bei dem wir hier auspassen können? Ist er das? Techniker? Das Ding hat schon bessere Zeiten gesehen, oder? Ja, das stimmt. Okay. Ah, da. Da ist der Dude. Kann ich dir irgendwie helfen? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat ist gleich hier. Mein Schiff muss repariert werden. Nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Ach so. Okay, warte mal. Hier ist ein Verkaufsautomat. Handelsaufsichtautomat. Ah, okay. Verkaufen. Gucken wir mal alles. Das brauchen wir. Nee, warte, wir machen... Hier, Ripshank. Weg damit. Munition, wie viel Händler Credits? 4.910. Anzüge. Ekliptik. Navigator. Anzug Sternen. So, die haben wir weg. Dann Rucksäcke. Okay, viel hat er jetzt auch nicht mehr an Geld. Ja, machen wir das weg und das weg. Der kann nicht mehr viel verkaufen. Hier brauchen wir noch alles. So, Ressourcen, sonstiges, Digi-Dietrich, Karten. Die behalten wir. Ja, komm. Um Himmels Willen, wirf endlich was von dem Kram weg. Hab ich doch gerade. Hey, wie kann ich dir helfen? Ja, ich würde gerne mein Schiff modifizieren. So. Argonian Might Heimatschiff. Ich finde das immer noch schön. Schiffsbilder.
Ich will es jetzt endlich mal ausprobieren. Wenn wir den jetzt hier mal ein bisschen auseinandernehmen, wie das genau funktioniert. So. Okay. Sind schon einiges an Teilen. Lass ich mal so. Ich habe bisher noch keine Ahnung, was ich hier genau mache. So, das haben wir. Nova Frontier. So, und hier. Einmal komplett auseinandergenommen. Landebucht NG6. So, einmal komplett auseinandergenommen. Wir fangen ab dem hier an. Ich würde den hier auf jeden Fall da lassen wollen. Vielleicht aber so nochmal. Wiederherstellen, Farbe, alles wählen, wählen, löschen, bearbeiten, Test, verlassen. Habe ich irgendwo ein Menü? Hinzufügen. Ah! Struktur, Waffen, Stationen, Landebucht, 120 LD. So. Würde ich den hier nehmen und den hier dafür verkaufen. So. Ziehen wir den. So. So. Dann Fracht. Frachtraum Ballast. So. Frachtraum Karavell. So, Fracht. Das wäre am besten. Raumschiff Design Rang 1. Bisher ist das hier. Tatsächlich ist das hier bisher das Beste. Wie kann ich den drehen? Wenden. Ich möchte den bitte da dran haben, ja? Kann ich den nicht anders drehen? Okay, dann machen wir das. Die Steuerung. Packen wir den dahin und machen daraus noch mal ein Duplikat für hier. So. Dann kann das daran wieder die Steuerung und das kann hier wieder ran. So, dann müssen wir jetzt nochmal Cockpits. Das sieht cool aus. So. Ja, ich würde den hier schon nehmen. Hat auch noch mal eine eigene Fracht. Packen wir das dahin. Nehmen die. Ah, okay, da können wir nichts dran packen. Aber dann können wir den hier. Achso, das müssen wir da entfernen.
und das da entfernen. Dann können wir den hier verkaufen. Das können wir dann... Können wir da nicht dran? Warten wir mal eben damit. Was ist denn das überhaupt? Nova-Verkleidung. Strukturelle Komponenten sind hauptsächlich kosmetisch. Mit ihnen kannst du die Form, Größe, Persönlichkeit und Silhouette des Schiffs modifizieren. Ich lasse den erstmal noch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den noch brauchen werden. So, was ist das da? Das ist unser Frachtraum. Verkaufen wir den. Und dann haben wir hier Reaktor. Packen wir erstmal hier. Und ein Docker. Warte. So, einen Moment. Jetzt gucken. Wir haben noch einen Docker. Ich glaube, das ist das Bessere. Aber lassen wir erstmal Antriebe. Nova-Antrieb. Alter. Okay, Treibstoff. Betriebe. Rev. Wohnmodule. Dimus-Kajütenleiter. Ach, wir können Varianten aussuchen. Okay. Warum sind wir jetzt eigentlich hier minus 3? Gerade. Nein, das wollte ich nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Wahl aufheben. So. Wohnmodul. Dimus Kajütenlager. Leiter. Lagerraum. Dimus All-in-One Anlegeplatz. Waffenkammer. Kapitän Wohnquartier. All-in-One-Anlegeplatz. Warte mal. Können wir den verkaufen und nehmen die Technikstation Wohnquartier? Nein. Ich will... Ja. Okay, nice. Dann können wir... Nova Lagerraum. Frontier. Nova All-in-One Anlegeplatz. Warte mal. All-in-One Anlegeplatz. All-in-One Anlegeplatz. Waffenkammer. Captain Wohnquartier. Computerkern. Kontrollzentrum. Ne? Werkstatt, Wissenschaftslabor, Wohnquartier, Krankenstation, Kontrollzentrum, Computerkern, Captain Wohnquartier. Ah, die Dimos gefallen mir. Hier, Captain Wohnquartier, nehmen wir nochmal. Hier, packen den nach da oben hin und ziehen den dann hier hin. Dann können wir die... hier hinsetzen. So. Und den auch nochmal da hinsetzen. Da war's. So, dann haben wir hier die Kanone Mauler. Ja, packen wir die da hin. Und was haben wir hier? Die Raketen. Packen wir da hin. So, dann haben wir hier nochmal. Ja, die würde ich dann hier hinterpacken. So. Dann haben wir das für hier hinten. Noch eins runter. Und das für da oben. Ach, der kann da nicht hin. Okay, wenn ich den dann hier hinsetze und den dann... Ah, hier funktioniert das. Okay.
Dann kann das. Nach. Ich glaube, hier unten würde das mehr Sinn machen. So, und. Da passt er nicht hin. So. Und dann so. Das sind jetzt schon 24 Meter. Dann kann... Wir haben hier... So, mehr Grafsprungschub nötig. Docker ist vom Cockpit aus nicht erreichbar. Warte. Docker. Der muss da, also... Okay. Der kann da nicht nach oben, also muss der dann schon hier sein, oder wie? Grafantrieb. Ah, ne, warte, wir brauchen einen besseren Grafantrieb. Okay, Graf. So, dann brauchen wir... Ist der hier besser? Ich glaube, der hier. Hier vielleicht? Nee. Ja, gefällt mir irgendwie nicht ganz. Wenn ich den da nach oben setze. Irgendwas mache ich hier falsch. Das funktioniert. Wenn ich den hier hinpacke und das dann hier. Eine Warnung. Verringere die Masse oder füge Antriebe hinzu. Ah, wir brauchen noch Antriebe. So. Ein Fehler wieder. Docker ist vom Cockpit aus nicht erreichbar. Mhm. Dann würde ich das tatsächlich... Kann ich das einfach... Das ist, sieht nicht hübsch aus, wenn der da unten ist. Warte mal, da planen wir nochmal ein bisschen um. Wenn ich den jetzt nach ganz oben packe und den Docker kann ich nicht mehr dahin packen. Ich nehme die mal... Da weg. Das ist der Docker. Und dann Test. Ungültige Docker-Modulposition. Docker-Module müssen sich an einer äußeren Kante des Chips befinden. Docker ist vom Cockpit aus. Ah, okay. Der darf da nicht hin. Packe ich den hier hin. So. Nicht verbundene Module. Schiff hat nicht verbundene Module. Okay. Reaktor. Packen wir dahin. Dann Grafantrieb. Packen wir hier hin. Der kommt dahin. Und der kommt dahin. Dann brauchen wir noch was für hier oben. Beziehungsweise das können wir duplizieren. Dann für die andere Seite hier. Nochmal drehen. Da war das. Ja. Und... Den auch nochmal duplizieren und auf die andere Seite drehen. Okay, Mobilität, da passt was nicht. Antriebe brauchen wir noch. Okay, Antriebe. Wo haben wir Antriebe? Hier. So. Antrieb am Moon. Plus 16. Plus 23. Nochmal plus 3. Antrieb White Dwarf.
Antrieb White Dwarf. Nova-Antrieb. Was, wenn ich die beiden jetzt hier verkaufe? Und dafür den? Hier hinsetze. Einmal dupliziere. Hier drehe. So. Dann könnte man hier nochmal irgendwie so Wohnraum oder sowas machen. Irgendwas Kleines. Oder Höchsttempo 140 Masse. Warte, was haben wir jetzt für ein Schiffsreaktorklasse? Schiff enthält Module, welche die Reaktorklasse übersteigen. Nur ein Schildmodul ist erlaubt. Nur ein Schildmodul. Okay, das ist sehr kompliziert hier gerade. Wenn ich die wieder verkaufe. Klasse B. Ah, okay. Dann müssen wir den hier vielleicht nehmen. Für hier. Sieht zwar exakt genauso aus wie vorher. Mobilität, da fehlt noch was. Dann würde ich aber tatsächlich sowas hier nochmal nehmen. Das gibt auch nochmal ein bisschen. Was? So, was für ein Fehler. Nur ein Schildmodul ist erlaubt. Warum habe ich einen Schildgenerator? Und hier auch nochmal. Schildgenerator. Okay. So, dann Schilde. Wo haben wir Schilde? Schildgenerator. Das ist Klasse B. Nehmen wir den dann mal. Hier. So, okay. Ein Schildgenerator haben wir dann. Was fehlt denn noch? 24 mal 11 Meter. Wir brauchen noch was für hier. Was können wir dafür nehmen? Was gibt's denn noch? Struktur. Waffenhalterung, Horizont, Luke vorne, Luke Backbord, Luke oben, Deimos Bauch vorne, Deimos Verstrebung, Deimos Bremser, Deimos Dämpfer, Deimos Verkleidung vorne, Deimos Hülle, Deimos Kühler, Deimos Skeg A, Skeg B, Kiel vorne, Kiel B. Deimos für den Heck, Deimos Flügel B, Nova Verstrebung, Bremsantrieb, Nova Verkleidung oben vorne. Ja, das können wir vielleicht mal für hier nehmen. Sieht cool aus. So, dann Backbord. Oben Landestützen. Nova Kühler, Backbord. Kühler könnten wir vielleicht löschen wir mal. Eine Oberteilkühler. Kühlkörper. Wo gehört das hin? Ah, so. So, was ist das? Löschen. Schubdüsen, Backbord. Nein, das wollte ich jetzt nicht nochmal. So.
Nova Flügelbackbord, Waffenhalterung. Ja, ich glaube dann vielleicht ganz oben hier eine Luke. So. Wieso können wir die nur so drehen? Hier. Okay, das ist jetzt erstmal unser Schiff, die neue Argonische Maid. Alles auswählen und jetzt Farbe. So. Und hier auch nochmal. Und Farbe 3, genau. Joa. Annehmen. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussieht. Annehmen. Kostet mich 38.000. Wie sie... Alter. Die sieht jetzt mega aus. Die müssen wir uns in der nächsten Folge dann genauer von innen ansehen. Aber wow. Alles klar, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao.